Langsam wird es etwas kälter und die Herbstferien nahen. Da wir immer noch mit Corona zu tun haben, habe ich hier fünf Spielideen mit Abstand und für draußen zusammengestellt. Idee Nummer 1: Weise mir den Weg der Münze. Du benötigst für jeden Mitspieler eine Münze, egal was für eine, und das sind die Spielregeln. Es wird ein Ziel festgelegt, das sich ca. 50 bis 100 Meter vom Startpunkt entfernt befindet. Alle Mitspieler stehen in einer Reihe nebeneinander und werfen nacheinander ihre Münze. Fällt sie auf die Seite mit der Zahl, gehen sie eine vereinbarte Schrittzahl, wahlweise nach links oder rechts. Fällt sie auf die Grafik, dann geradeaus. Steht ein anderes Kind im Weg, verfällt der Wurf. Wer zuerst am Ziel ist, gewinnt. Spiel Nummer 2. Wer lacht, verliert. Dazu brauchst du Gesichter ohne Maske. Zieht also eure Maske ab und stellt euch mit Abstand voneinander auf. Nur mit Hilfe von Grimassen und Klamauk wird nun versucht, den anderen zum Lachen zu bringen. Wer zuerst lacht, hat verloren. Der Verlierer muss in die Kreismitte gehen und eine vorher vereinbarte Aufgabe erledigen, zum Beispiel Liegestütze machen. Natürlich mit Abstand, das ist klar. Spiel Nummer 3. Nicht Ja, nicht Nein Spiel. Das ist spielbar mit Maske. Und das sind die Spielregeln. Eine Spielerin, ein Spieler sucht sich einen Mitspieler aus und stellt eine Frage. Die andere Person muss, ohne Ja oder Nein zu verwenden, antworten. Wer es schafft, die verbotenen Worte in 2 Minuten herauszulocken, bekommt einen Punkt. Dann spielt der Verlierer weiter und sucht ein neues Opfer. Spiel Nummer 4. Wikingerschach, auch Coup genannt. Dazu benötigst du die Spielfiguren. Die kann man kaufen. Den Link, den packe ich dir unter das Video. Das lohnt sich, es macht richtig viel Spaß. Wikingerschach ist eine Mischung aus Buhl und Kegeln, das wunderbar auf Rasenflächen gespielt werden kann. Dazu muss die Fläche nicht hundertprozentig eben sein, sondern darf ruhig Hubbel haben und mit Grasbüscheln oder Moos versetzt sein. Wikingerschach kann man zu zweit, aber auch mit kleinen Gruppen spielen. Besonders die Regel für das Spiel mit 2 Personen eignet sich dann dazu, den eingeschränkten Bewegungsradius auf draußen zu erweitern. Und Spiel Nummer 5. Schnitzeljagd. Das mögen wir doch alle. Dazu braucht man einen Schatz und muss die Hinweise dazu verstecken, also einen Spielleiter. Und die Regeln gehen dann so. Eine Schnitzeljagd kombiniert Spaß, Spiel und Spannung mit viel Bewegung. Die Kinder können bei einer Schnitzeljagd in kleinen Gruppen oder auch alleine Aufgaben lösen, die sie Schritt für Schritt dem Ziel näher bringen, dem Schatz. Letztlich ist gar nicht so wichtig, was in der Schatzkiste gefunden wird. Bei der Schnitzeljagd gilt, der Weg ist das Ziel. Das waren meine 5 Vorschläge für den Herbst für Spiele für draußen. Welche Spielideen hast du? Schreib sie in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch ein Like, abonniere den Kanal und teile es doch bitte. Viel Spaß beim Spielen im Herbst trotz Corona.